Mit regionalen Jubiläumstreffen begeht die Studentenmission Deutschland dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Rund 150 Gäste kamen aus diesem Grund nach Karlsruhe. Am 26. Oktober 1949 wurde die Studentenmission von 8 Studentenkreisen in einer Wiesbadener Jugendherberge gegründet. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Fritz Laubach. Welche Gedanken bewegen ihn anlässlich des Jubiläums? Zuallererst das Staunen darüber, wie Gott eine Bewegung durch viele Generationen in der gleichen geistlichen Richtung erhalten hat. Denn man muss ja sehen, dass im Grunde alle 6 Jahre eine Studentengeneration an der Universität wechselt. Dann kommen neue. Aber die Linie, die geistliche Marschrichtung ist gleich geblieben bis heute. Seit ihrer Gründung ist die Arbeit der SMD stark gewachsen. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 80 Hochschulgruppen und mehr als 800 Schülerbibelkreise. So bleibt der Auftrag der Studentenmission an den Schulen und Universitäten auch in der Zukunft derselbe: Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen.